Ja, und den Innenausschuss heute beobachtet für uns mein Kollege Erhard Schärfer. Erhard, es hat ja jetzt mehrere Fragerunden gegeben. Wie ist denn die Erkenntnislage bisher? Die Erkenntnislage ist, Ina Baltes, mehr als übersichtlich. Die Ausschusssitzung ist für heute auch beendet. Kurz nach eins war sie heute zu Ende. Und das, was wir hinterher an Reaktionen bekommen haben, bringt uns in der Sache nicht wirklich viel weiter. Was da hinter verschlossenen Türen, dieser Ausschuss hat ja nicht öffentlich getagt, weil ja nicht nur die Innenminister von Berlin und Nordrhein-Westfalen da waren, auch die Spitzen der Sicherheitsbehörden der Bundesrepublik, das BAMF ist vertreten gewesen. Pardon. Und die Bundespolizei, Entschuldigung, was da hinter verschlossenen Türen beraten worden ist und ob es da neue Erkenntnisse gegeben hat, können wir nicht sagen. Die Reaktionen hinterher im Anschluss an die Sitzung waren jedenfalls die hinlänglich bekannten. Und das war eine Art auch wie schon hinlänglich bekanntes Schwarze-Peter-Spiel. Die Union, beispielsweise die Vertreter der Union im Innenausschuss, haben die Verantwortung vor allem nach Nordrhein-Westfalen verschoben und sagen, man hat da nicht hinreichend die Möglichkeiten genutzt, die man hätte haben können. Beispielsweise die Möglichkeit einer Sammelklage wegen verschiedener Delikte, die Amri ja begangen hat. Aber da sagt jetzt beispielsweise Nordrhein-Westfalen, sagt aber auch der Innensenator von Berlin, all diese Delikte waren kleine Delikte, die nicht ausgereicht hätten, ihn in Haft zu nehmen. Was offen bleibt und was auch hier offen geblieben ist nach der heutigen Sitzung des Innenausschusses, ist die Frage, warum man Anis Amri nach dem September oder über den September hinaus nicht mehr observiert hat. Diese Frage ist nach meiner Einschätzung noch nicht hinreichend geklärt. Und hätte man sich damit beschäftigt, müssten heute die verantwortlichen Stellen nicht sagen, dass es im Nachhinein natürlich eine Fehleinschätzung gegeben habe durch fast mehr als 40 Behörden, die an diesem Fall beteiligt gewesen sind. Und man hätte unter Umständen auch diesen Anschlag verhindern können. Wir haben die Reaktionen nach der heutigen Innenausschusssitzung für Sie zusammengefasst. Zunächst der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Stefan Mayer. Es gibt ja bereits seit Oktober letzten Jahres einen fertigen Gesetzentwurf, der insbesondere vorsieht, den Ausreisegewahrsam zu verlängern, der vorsieht, einen eigenen Haftgrund für ausreisepflichtige Gefährder zu schaffen. Leider hat sich unser Koalitionspartner bislang diesem Gesetzentwurf nicht anschließen können. Ich bin aber froh, möchte dies auch ausdrücklich betonen, dass hier ein Sinneswandel stattgefunden hat. Und insbesondere auf Grundlage der Ministerpräsidentenkonferenz vom vergangenen Donnerstag bin ich auch erleichtert darüber, dass wir jetzt auch noch eine Erweiterung dieses Gesetzentwurfs vornehmen können, insbesondere was beispielsweise auch die Möglichkeit anbelangt, Gefährder mittels elektronischer Fußfesseln zu überwachen und beispielsweise auch dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Möglichkeit zu geben, die Mobilfunkgeräte von Personen, die als Gefährder eingestuft sind, entsprechend auszuwerten. Das sind aus meiner Sicht ganz wesentliche und wichtige rechtliche Aspekte, die insbesondere in Zukunft aus meiner Sicht es erleichtern werden, den Sicherheitsbehörden die Gefährder auch lückenlos und umfassend zu überwachen. Mit dem Wissen von heute wissen wir, dass diese 40 Behörden eine Fehleinschätzung begangen haben. Aber mit dem Wissen vor dem 19.12., glaube ich, gab es keinerlei Hinweise, die tatsächliche Gefährlichkeit auch belegt hätten. Wir haben außerdem sehr ausführlich darüber diskutiert, was muss sich ändern an der Gesetzeslage, damit möglichst solche Dinge wie Amri als Attentat begangen hat, nicht wieder vorkommen. Eine zwingende Voraussetzung ist, das planen ja gerade Bundesinnenminister und Bundesjustizminister im Aufenthaltsgesetz vorzusehen, dass Abschiebehaft leichter angeordnet werden kann, nicht die Abschiebung in 3 Monaten organisiert werden muss, Abschiebehaft auch länger andauern kann. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, um zu versuchen, solche Fälle wie Amri auch zukünftig zu verhindern. Nach meinem Kenntnisstand ist Herr Amri hier in Berlin über ein halbes Jahr mit Telekommunikationsüberwachung belegt worden, zum Teil mit Observationen. Und die Berliner Behörden haben keinen Beleg dafür gefunden, dass ihm strafrechtlich nachgewiesen werden kann, ihn in Haft zu nehmen. Das muss man auch akzeptieren, dass solche Ermittlungsbehörden hier in Berlin zu diesem Schluss gekommen sind. Und man könnte sich vielleicht wünschen, als Abgeordneter des Deutschen Bundestages,
dass er in Haft genommen worden wäre. Aber wenn das gewünscht ist, dann muss der Gesetzgeber auch die Voraussetzungen dafür schaffen. Die waren auch nach Ansicht der Berliner Ermittlungsbehörden nicht gegeben. Ich freue mich sehr darüber, dass Herr de Maizière und Herr Maas jetzt entsprechende gesetzgeberische Aktivitäten an den Tag legen, um in Fällen wie Amri zukünftig früher einen Haftbefehl auch tatsächlich zu bekommen. Wir haben eine komplizierte Sondersitzung des Innenausschusses erlebt. Zum einen war es doch nicht ganz möglich, den Wahlkampf der kommenden Monate aus der Sitzung herauszuhalten. Das war insbesondere zwischen CDU und SPD deutlich zu spüren. Zum anderen war es sehr deutlich zu spüren, dass es insbesondere der Union schwerfällt, Asylrecht, Strafprozessrecht und Gefahrenabwehrrecht auseinanderzuhalten. Sehr viele Fragen bezogen sich immer wieder auf Abschiebehaft und Ähnliches. Wir wissen aber, und wenn wir in Zukunft das auch weiterdenken wollen, wie wir solche Anschläge verhindern, dass es viele Gefährder gibt, die eben auch einen deutschen Pass haben, die geraten in der jetzigen Debatte komplett aus dem Blickfeld. Und insofern müssen wir doch stärker den Fokus darauf legen, wie wir insgesamt das Gefahrenabwehrrecht in Deutschland verbessern können, um solche Fälle eben grundsätzlich zumindest zu verringern und nicht nur dann, wenn es sich um einen Flüchtling handelt, diese besonderen Fälle zu diskutieren. Es sind auch viele Widersprüche heute nicht geklärt worden. Zum Beispiel die Auskunft, dass Amri kurz vor der Tat untergetaucht war. Wir wissen aber auch, dass er an ganz bekannten Objekten, die Bezug zu ihm hatten, wie die Fusilet-Moschee, weiter auch bis kurz vor der Tat ein- und ausgegangen ist. Das passt nicht dazu, wenn jemand abgetaucht war und so leicht eigentlich zu finden gewesen wäre. Insofern sind viele Fragen offen. Wir werden beraten, wie wir damit weiter umgehen, wie wir auch versuchen werden, noch an Akten heranzukommen. Zum Beispiel wurde das Bundesamt für Migration auch gebeten, nicht beantwortete Fragen nachzuarbeiten. Also bevor wir uns entscheiden, ob wir weitere Sitzungen brauchen, ob wir doch noch einen Untersuchungsausschuss brauchen, werden wir weiter auf die Kooperation der Behörden setzen. Viele Fragen wurden beantwortet, alle nicht. Und insofern warten wir ab, was die nächsten Tage ergeben. Danke. Frank Tempel, der stellvertretende Vorsitzende des Innenausschusses, mit seiner Einschätzung der heutigen Sitzung eben dieses Innenausschusses, eine Sondersitzung. Und auch er hat angesprochen, was zuvor schon im Laufe des Vormittags Konstantin Notz, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Grünen, hier im Bundestag reklamiert und kritisiert hat, nämlich die mangelnde Akteneinsicht, dass man nämlich doch weitere Informationen brauche über die Vorgänge, die sich abgespielt haben vor dem 19. Dezember, vor dem Anschlag durch Anis Amri in Berlin. Und dass man sich auch angesichts dieser Tatsachen vorbehalten will, andere Gremien, andere Wege zur Aufklärung zu finden, als das hier über den Innenausschuss zu machen. Da sind sich Oppositionsparteien einig, denn sie sagen, das ist möglicherweise das falsche Mittel, weil wir eben an bestimmte Informationen einfach nicht drankommen. Ein bekanntes Mittel für solche Situationen, wenn man nicht vorankommt in regulären Ausschusssitzungen oder Sondersitzungen, ist tatsächlich das Mittel des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Aber ein solcher Untersuchungsausschuss braucht natürlich Zeit, er braucht Personal, das ist das eine. Und das andere ist, die Zeit dieser Legislaturperiode geht langsam zu Ende. So fürchterlich viele Sitzungen würde ein solcher Untersuchungsausschuss zu diesem Vorgang gar nicht mehr haben, bis die parlamentarische Sommerpause beginnt und dann endgültig in den Wahlkampf gestartet wird im September dann für die nächste Bundestagswahl. Also wenig Möglichkeiten eigentlich für die Opposition an dieser Stelle. Und einen Aspekt will ich noch anfügen. Wir haben ja hier bislang über Maßnahmen gehört, die innenpolitisch ausgerichtet sind, also die im Land stattfinden können. Ein anderer Aspekt kommt spätestens morgen noch dazu, wenn beispielsweise Bundeskanzlerin Merkel den tunesischen Premierminister trifft. Denn auch der Informationsaustausch zwischen der Bundesrepublik und Ländern, in denen Gefährder, aber auch abgelehnte Asylbewerber abgeschoben werden sollten. Rücknahmeabkommen beispielsweise mit den Maghreb-Staaten stehen noch aus. Und da ist auch eine Kritik der Opposition, dass diese Rücknahmeabkommen noch nicht so weit sind, wie sie eigentlich durchaus sein könnten oder in einzelnen Fällen sogar sein müssten. Es bleibt also weiterhin sehr viel Arbeit für den Bundestagsinnenausschuss. Ob da noch weitere Gremien folgen, steht derzeit in den Sternen. Aufgeklärt und abschließend aufgeklärt jedenfalls sind die ganzen Vorgänge aus meiner Sicht bislang noch nicht und werden es auch in absehbarer Zeit wohl noch nicht sein. Zurück zu Ina Baltes.